cool mit uns im Oberwallis. Wie genießt ihr den Sommer? Ja, aber ab und zu gehen schwimmen, gehen beachen. Und so gemütlich durch den Sommer. Also. Sommer warm, Winter kalt. Was ist einem lieber? Inner kalt. Ich fühle lieber einen Menschen, der allgemein kalt hat. Oder ich kann lieber kalt, ja. Sommerpool mit uns im Oberwallis. Was macht man gegen die Hitze? Am besten mal gehen schwimmen oder so ins Ausland, ein bisschen Ferien, wobei es auch schön im Wallis ist. Wo denn ins Ausland? Wo ist das ein bisschen kühler? Ja, kühler ist nicht unbedingt, aber in dem Wetter, das so schön ist, aber auch in anderen Ländern. Also ich gehe jetzt ja, also wir gehen jetzt hier auf Kroatien, aber ja, hier im Wallis geht man gehen schwimmen, man nützt die Hitze aus, und das ist eigentlich schon noch flott. Gehend warm mit euch im Oberwallis. Was macht man gegen die Hitze? Also ich gehe immer schwimmen. Schönes kaltes Wasser. Das heisst, man gerne heiß. Ja. Lieber Sommer oder Winter? Sommer. Weil, ja, Sommer ist gemütlicher als Winter, weil ich den Schnee nicht gerne. Also kein Wintersportler? Mal schon ein bisschen, aber nicht so wie Sommer. Sommer kann man mehr machen als im Winter. Sommer, heiß. Was macht man gegen die Hitze? Viel trinken auf jeden Fall. Was denn? Wasser. Sehr viel Wasser trinken, ja, das bringt es. Klasse essen, ein Thema. Für mich ursprünglich, für mich selber nicht. Sommer pur mit uns im Oberwallis. Was macht man gegen die Hitze? Ja, gehen schwimmen in Gäschenen. Ist nicht schlecht. Und ja, zum Glück, wir können hier im Beruf auf die Berge. Da haben wir ja auch den Vorteil im Vergleich zu anderen. Im Anletz ist gut, auf 2000 Meter. Und ja, das sind so die Sachen, die ich gegen die Hitze mache. Ein Sprung ins kühle Nass, ist das regelmässig ein Thema im Sommer? Ja, ich kann abziehen. Ausser, ja, wenn ich einfach in einer Ferien bin. Wo, ja, sonst gehe ich mit den Kolleginnen, zum Beispiel heute, gehe ich eine Zeugerin in die Gäste. Ja. Was macht man denn sonst noch im Sommer? Es gibt ja so viele Sachen, die man machen kann, ins Wasser springen. Also, wir oben an der Plateauschule, da gehen wir da ab und zu. Und oben essen da ein paar Kollegen von mir. Und sonst bin ich da in der Ferien, also zu Amerika und so. Es ist Sommer, es ist warm mit uns im Oberwallis. Heiß kann man sogar sagen. Was machen wir gegen die Hitze? Ja, ich tue jeden Tag Sport treiben. Immer im Winter langläufen und jetzt, wenn es geht, wieder jeden Tag Velo fahren. Das ist wunderschön jetzt. Der Sommer ist ein bisschen spät gekommen. Oben ist lang, kalt im Morgen immer, aber jetzt ist es schön, wunderbar. Und ich mag alt verlieren, Sommer und Winter. Ich kenne da richtig gehend raus. Man hat gerne Sommer, man hat gerne, wenn es warm ist und wenn es so rechts im Brachen bretscht. Also ja, ich finde es schon. Also, wir haben jetzt lange genug Winter gehabt, finde ich. Und jetzt finde ich das schön, dass es jetzt mal rauskommt. Was macht man denn gegen die Hitze im Sommer? Also im Oberwallis, es kommt ja nicht selten vor, dass es Temperaturen über 30 Grad und so weiter. Ja, gehe baden, schauen, dass der Heimflut kühl ist und kurze Sachen anlegen. Sehr oft im Sommer ist das Thema zu grillieren. Gibt es das euch? Ja, grillieren ist eine flotte Sache, aber wenn er gerade allzu warm ist, ist es eher unangenehm als angenehm. Meiner Meinung. Wie sieht es mit Glasse essen aus? Ah, Glasse essen, das ist super. Ein Glas am heissen Tag, das ist schon etwas Flutz. Jetzt also regelmässige Temperaturen über 30 Grad, dann muss es gern. Ja, eigentlich schon. Also vor allem, wenn man ins Schwimmbad geht, ist eigentlich alles tipptopp. Also, was soll ich sagen, ich gehe gerne eigentlich noch Downhill fahren. Und mit solchen Temperaturen stört das eigentlich nicht. Jetzt, Schwimmbad ist ja eine Sache, aber man muss jetzt sicher auch sonst abkühlen, sei es durch Ernährung und so weiter. Viel Glas essen? Nein, Glas nicht. Viel Red Bull trinken. Jetzt, es gibt ja sehr viele Leute, die jetzt im Sommer euch richtig gehend weg sind, sind Strand oder Sumi euch in die Berge und so weiter. Also, geht man sie mal ein paar Tage weg? Also ich gerne, ja. Also ich gehe gerne selber weg und ich tue mich auch viel im Sommer gerne auch selber sportlich betätigen. Gerne wandern, skaten bin ich heute gewesen. Jetzt, was wir natürlich zwingend noch gerade als Abschluss müssen ansprechen müssen, ist Grillieren im Sommer. Ein riesiges Thema mit sehr vielen Jungen. Gibt es das hier? Auf jeden Fall. Mit guten Kollegen zusammen, schönen Abend grillieren, das ist immer das Beste. Viel Früchte essen und Wasser trinken, kein Thema. Mal sicher. Natürlich nur Wasser, ohne Alkohol.
Und ja, Fricht ist auch gut, ja. Und am Abend stellt man zwischendurch auch mal einen Grill an? Natürlich, das mache ich auch gerne mit den Kollegen zusammen, grillieren. Getränke wieder nur ohne Alkohol, kein Bier. Und ja, mal, das ist eine gute Aktivität im Sommer. Also die Sommerferien werden es um... Gibt es einen Flug über den grossen Teich? Ja, ganz, ganz sicher. Keine Ferien am Strand? Mal, ja, mal. Das finde ich noch gut. Ja. Was wir auch noch ansprechen müssen, im Zusammenhang mit Sommer, ist Grillieren, Glasse essen. Wie tut man sich da kulinarisch verwöhnen? Also Glasse habe ich sehr gerne. Und ja, also, wenn ich gerade Lust habe, dann esse ich eins. Ja, vielleicht zwei. Jetzt, wenn ich alle Wörter von dir richtig habe interpretiert, dann schließe ich daraus, dass du im Sommer lieber hast als im Winter. Ja, das ganz sicher. Warum? Der Sommer ist einfach warm. Du kannst in Schwimmbad gehen. Und im Winter, wenn es wirklich schlechtes Wetter ist, kann man auch nicht Ski fahren oder so. Und bei warmes Wetter kann man immer etwas machen.